Ich habe eine Erwerbsminderungsrente mit Abschlag bezogen. Erhalte ich dann die nachfolgende Altersrente für schwerbehinderte Menschen ohne Abschlag? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich lese gerade hier in meinem E-Mail-Account auf Rentenbescheid24.de folgende Nachricht. Seit 2014 beziehe ich eine EM-Rente, seit 2020 dann eine Altersrente, seit 2013 habe ich eine Schwerbehinderung von 50%. Nehme ich die Abschläge mit in die Altersrente oder greift mit Erlangen der Altersrente die Schwerbehinderung dann ohne Abzüge? Hatte heute einen Termin bei der Rentenversicherung diesbezüglich. Man sagte mir dort, wenn ich in der EM-Rente Abschläge habe, dann behalte ich diese auch in der Altersrente, trotz der Schwerbehinderung von 50%. Ist das korrekt? Meine Damen und Herren, der Kunde hat eine Frage zur Abschlagsrente. Also ich will mal ganz kurz was zu dem Begriff noch sagen. Es gibt aus meiner Sicht keine Abschlagsrente. Also das ist mal ganz was Neues. Also die Begriffsdefinition mancher Menschen in Deutschland sorgt bei mir immer wieder für Überraschung. Also selbstverständlich können wir Altersrenten mit Abschlag oder Renten wegen Erwerbsminderung mit Abschlag haben. Sogar bei hinterbliebenen Renten kann es einen Abschlag geben. Meine Damen und Herren, im Grundsatz hat die deutsche Rentenversicherung, oder ich weiß nicht, welcher Träger das jetzt war, bei dem Sie waren, natürlich recht. Sie behalten die Abschläge aus der EM-Rente auch in der Altersrente. Die Tatsache, dass Sie eine Schwerbehinderung beziehen oder haben, hat nichts damit zu tun, dass Sie in der Altersrente für schwerbehinderte Menschen einen Abschlag haben, auch wenn Sie diese, das hört sich jetzt komisch an, abschlagsfrei nach der EM-Rente erreichen konnten. Denn die Abschlagsfreiheit bezieht sich grundsätzlich nur, ich zeige Ihnen gleich auch die Rechtsnorm, auf die Entgeltpunkte, die noch nicht Gegenstand einer früheren Rente waren. Schauen wir uns den ganzen Spaß mal an. Und zwar ist das mein Lieblingsparagraf im SGB 6 oder einer meiner Lieblingsparagraphen, schwer zu verstehen, der sogenannte Zugangsfaktor, Paragraf 77 SGB 6. Der Zugangsfaktor sagt doch nichts anderes. Ich übersetze es für Sie. Kriegen Sie Ihre Rente mit oder ohne Abschlag? Ohne Abschlag bedeutet, Zugangsfaktor ist mathematisch gesehen immer 1,0. Mit Abschlag ist er kleiner 1,0. Wenn die Rente einen Zuschlag hat, ist er größer als 1,0. Aber die meisten von uns oder viele von uns bekommen Renten mit Abschlag. So, und jetzt schauen wir uns mal den 77 Absatz 2 an. Das war das, was ich gerade eingangs zum Thema gesagt habe. Der Zugangsfaktor ist für Entgeltpunkte, die noch nicht Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten einer Rente waren, bei Renten wegen Alters, die mit Ablauf des Kalendermonats des Erreichens der Regelaltersgrenze oder eines für den Versicherten maßgebenden niedrigeren Rentenalters beginnen, 1,0. Und zwar für Sie als Altersrente für schwerbehinderte Menschen ohne Abschlag, dann mit dem maßgebenden niedrigeren Rentenalter, wäre dann 1,0. Aber bitte nicht falsch verstehen, immer nur auf die Entgeltpunkte, so wie es im Satz 1 steht, die noch nicht Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten waren. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel schon mal eine Vorrente hatten, wo Sie zum Beispiel 38,5671 persönliche Entgeltpunkte hatten, inklusive Abschlag 10,8%, und Sie gehen dann in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen und Sie würden dann, aus welchen Gründen auch immer, nochmal 4,5678 neue Entgeltpunkte dazu bekommen, also in den Beitragszeiten meinetwegen, die vorher noch nicht erfasst waren, dann kriegen Sie auf diese neuen 4,5678 neuen Entgeltpunkte dann keinen Abschlag. So, aber meine Damen und Herren, die entscheidende Regelung, um die es hier geht, ist nicht nur der Absatz 2, sondern der Absatz 3 des Paragraphen 77 und da steht folgender Satz 1. Für diejenigen Entgeltpunkte, die bereits Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten einer früheren Rente waren, bleibt der frühere Zugangsfaktor maßgebend. So, meine Damen und Herren, und genau das ist die zentrale Vorschrift, um die es hier in diesem Fall geht. Unser Mandant oder unser Anfragende muss sich damit begnügen, dass
die Entgeltpunkte aus der früheren Rente, also dass dieser Zugangsfaktor aus der früheren Rente für diejenigen Entgeltpunkte, die bereits Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten einer früheren Rente waren, bleibt eben dieser Zugangsfaktor maßgebend. Das heißt also, der Abschlag in der EM-Rente zieht sich für eine bestimmte Anzahl von Entgeltpunkten dann komplett in der Altersrente für schwerbehinderte Menschen durch. Also, meine Damen und Herren, die Sache ist aus meiner Sicht relativ einfach und sie sagt uns ja letzten Endes nichts anderes, als dass wir hier eine Regelung haben, die die Übernahme dieser Entgeltpunkte sozusagen in die spätere Altersrente regelt. Also bleibt es im Kern in der Masse bei den meisten Entgeltpunkten bei dem entsprechenden Abschlag aus der Vorrente. Aber, meine Damen und Herren, eines kann ich Ihnen sagen, aus neuesten oder aus Erkenntnissen, die wir seit 2019 haben, Erwerbsminderungsrenten sind, und das ist, das habe ich zum Beispiel am 6.5.2024 in zwei Beratungen in meiner Kanzlei oder in meinem Büro erleben können. Und da war dann das große Erstaunen bei den Kunden, ging es um Rentenanträge für Erwerbsminderungsrenten. Und dann ging es auch um die Frage, na Mensch, wie hoch könnte denn die EM-Rente ausfallen, wenn die jetzt zum Beispiel zum 1.5.2024 beginnt. Und da habe ich denen das mal ganz grob ausgerechnet, den Leuten, und habe dann mal einen Vergleich zu einer vorgezogenen Altersrente, zum Beispiel für schwerbehinderte Menschen oder sogar eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte hergestellt, unter Bezugnahme auf Entgeltpunkte, die bis zum 31.12.2023 erarbeitet worden sind. Meine Damen und Herren, da sind den Leuten aber die Gesichter eingeschlafen, weil sich dann herausgestellt hat, dass die EM-Renten deutlich, ich spreche das Wort aus, deutlich im Zahlbetrag höher sind als vorgezogene Altersrenten. Woran liegt das? Ganz einfach an der doch deutlich günstigeren Bewertung der Kalendermonate für Zurechnungszeiten, die ja seit 2019 sich schlagartig um 3 Jahre und 5 Monate erweitert haben und jetzt sozusagen auf die Regelaltersgrenze und nach Tabellenwerten hochgerechnet werden. Das macht dann wirklich Spaß, den Leuten ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ja, auch das könnte ein Grund sein, warum Sie neben Ihren Krankheiten doch lieber eine EM-Rente beantragen sollten als eine vorgezogene Altersrente. Wenn es mit der EM-Rente nichts klappt, können Sie immer noch in die Altersrente gehen. Aber, meine Damen und Herren, oftmals ist es wirklich so, dass Erwerbsminderungsrenten aktuell deutlich höher sind als vorgezogene Altersrenten. Das liegt zum einen an dem zum Teil immens hohen Abschlag, den Menschen erleiden müssen bei einer vorgezogenen Altersrente, aber auch an der Bewertung der Zurechnungszeiten in der Rente wegen Erwerbsminderung. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich finde ausführlich beantwortet und ich freue mich, wenn Sie sich das Video mal in Ruhe anschauen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.